Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine Ära geht heute zu Ende. Und zwar ist dies das letzte Video aus meiner alten Schrauberhalle. Ich habe mir dann doch irgendwie überlegt, wir sollten auf jeden Fall ein Video dazu machen, weil das, was in dieser Halle alles entstanden ist, wir müssen mal einmal kurz durchrechnen, wie lange war ich überhaupt hier. Baujahr 86. Ich habe in meinem Schulpraktikum beim Autohaus Isernhagen damals meinen ersten Schrauberkumpel und langjähriger Freund, jetzt Thorsten, kennengelernt. Der hat mich dann irgendwann in seine Schrauberhalle eingeladen. Das war eigentlich nur eine Reiterbox auf dem Reiterstall. Der eine oder andere vom Lande kennt es bestimmt, wenn man zwischen den Pferden geschraubt wird. Dort waren wir ein Jahr drin, dann sind wir ja rüber. So, das heißt 86, 2004, 18 Jahre später Führerschein bekommen. Dann im ersten Winter alles umgebaut auf Weber. Das war noch in der alten Halle, 2005. Gefahren. Das heißt, ich würde behaupten, 2005 oder 2006 bin ich hier in dieser Halle rein. Das sind also über 15 Jahre, 16 Jahre ungefähr. Das heißt, alles, was ihr von mir kennt, was ich irgendwann mal gebaut habe, wurde alles hier drin gebaut und genau deswegen will ich euch das einmal nochmal zeigen. Wir sind schon am Ausräumen und ja, eigentlich war es für uns zu damaligen Zeiten, war es die absolute Traumhalle für zwei Leute. Man hat genau zwei Autos reinbekommen, das sind ungefähr 65 Quadratmeter hier. Eine Hebebühne, einen zweiten Platz zum Schrauben, einen kleinen Dreckraum, einen kleinen Kompressorraum. Dann haben wir da noch eine zweite Bühne reingemacht. War einfach perfekt. Jetzt muss man dazu sagen, das waren damals noch ein bisschen andere Zeiten. Heute, glaube ich, einfach so ein bisschen durchs Internet, erwartet immer jeder eine Hochglanz, geile Halle, schöne Beschichtung, diese schönen sechseckigen Lampen an der Decke und so weiter. Damals war es ein bisschen anders. Wir waren 20. Ich würde es heute genauso wieder machen. Damals zählte nicht, dass alles Hochglanz, toll, cool, gestrichen und so weiter ist, sondern die Kohle war damals auch knapp. Das heißt, man hat sich sogar überlegt, ob man an der Wand nochmal streicht, ob man den Boden nochmal streicht. Man hat sich einfach mit den Mitteln beholfen, die man einfach hatte. Und so sind auch Sachen entstanden, wie eine Sache, ich habe es nicht übers Herz gebracht, das wegzuschmeißen. Der legendäre Getriebeheber, der einfach aus drei Holzlatten zusammengeschraubt wurde. So ist das hier eigentlich entstanden. Für uns zählte damals einfach nur, eine Halle musste funktionell sein. Wir haben Autos gebaut. Wir haben diese Autos gebaut, um damit zu fahren. Wir wollten nicht die Autos immer dauerhaft hier in der Halle haben, sondern eigentlich war immer der Plan, Autos zu bauen, die gefahren werden. Zusätzlich war diese Halle da zum Geld verdienen. Das heißt, man hat mal ein bisschen Service gemacht. Ich habe ganz gerne mal Autos geschlachtet. Deswegen auch diese Seilwinde an der Wand. Dann konnte ich nämlich immer die Unfallautos schön mit der Seilwinde hier reinziehen. Das heißt, die Ausrichtung damals war, glaube ich, ein bisschen anders als heute. Heute ist es dank Internet, Fotos posten, Stories, alles ein bisschen mehr Marketing, Schickimicki und so weiter. Ich glaube, auch deswegen schreiben mich viele immer an und es werden auch viele Kommentare sein, ey, ich finde keine Schrauberhalle. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Leute, glaube ich, heutzutage von den Ansprüchen her ein bisschen mehr erwarten. Ist auch, glaube ich, so ein Punkto 1000 Euro Telefon ist mittlerweile auch immer das Mindeste. Deswegen, alte Autos sind eh nicht mehr gefragt. Ich glaube schon noch, dass es auf dem Dorfe bei dem einen oder anderen Bauern eine Scheune gibt, die man vielleicht selber mit altem Holz, mit alten Mitteln, alte Regale, guckt euch die Regale an hier, die sind damals alle zusammengewürfelt. Das heißt, irgendwo bei irgendeinem Kumpel, irgendeinem Messebauer sind ein paar Regale übergeblieben, alles klar, nehmen wir. Provisorisch aufeinander gespackst, dass hier nichts umfällt. Aber man hat sich halt damals einfach so geholfen. So, jetzt ist es so, wie ich schon länger gesagt habe, habe ich eine neue Halle. Die müssen wir leider radikal umbauen. Die ist größer. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Bock dazu habt, diesen Umbau von der Halle. Klingt immer so doof, ob ihr Bock dazu habt. Werden jetzt ganz viele wieder schreiben, ja, haben wir Bock zu. Ob wir den Umbau so ein bisschen mit zeigen sollen, weil wir da schon einiges selbst machen müssen, sonst ist es einfach wieder unbezahlbar, weil jeder von euch weiß, sonst kostet so eine Halle am Ende eingerichtet mit Werkstatt 500.000 Euro. Deswegen werden wir Sachen wie Strom, Druckluft und so weiter definitiv auch alles wieder selber machen. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, ob wir das mit zeigen sollen oder ob ihr einfach nur das Ergebnis sehen wollt und fertig. Ja, zu der Halle. Genau, so war das für uns. Wir haben damals auch schon Geld dafür gezahlt, das darf man nicht vergessen. Beim Einzug 2005, 220 Euro damals, weiß ich noch. War damals schon für uns. Ich bin damals, glaube ich, sogar noch zur Schule gegangen. Ich habe da gerade mein Abitur gemacht. Vielleicht war ich gerade fertig und habe gerade mein FSJ gemacht.
Thorsten war Automechaniker, für den war es natürlich ein bisschen leichter. Aber so eine Halle hat sich damals immer refinanziert, weil man hat natürlich immer irgendwelche Schraubereien, irgendwelche Schlachtereien und so weiter gemacht. Ne? So, voll geil. Zwei Autos drin. An der Stelle Thorsten nochmal, ich vermisse die alten Zeiten, war wirklich mega geil, wie wir geschraubt haben. Thorsten ist übrigens nach Schweden gezogen, deswegen habt ihr den auf dem Channel noch nicht erlebt, aber irgendwann wird es bestimmt nochmal ein Revival geben. Aber wir haben schon wirklich viele, viele Stunden hier drin verbracht. Hier übrigens noch die Aluconda. Die muss ich natürlich mitnehmen. Ich habe jetzt erstmal grob ausgeräumt und hier steht jetzt alles das, was ich noch mitnehme. Mittlerweile muss man nämlich aufpassen, vor ein paar Jahren noch habe ich die ganzen Audi-Teile immer radikal weggeschmissen. Mittlerweile ist es so, dass selbst Kisten, diese hier, das waren immer meine Kisten, wo ich, wenn ich die Autos geschlachtet habe, habe ich einfach alle Schrauben in eine Kiste geschmissen. Mittlerweile wertvoll, weil die Hälfte der Schrauben sind bei Audi entfallen, gibt es nicht mehr. Das heißt, ich habe mich jetzt schon öfter tatsächlich wieder in so einer Kiste bedient. Ja, hier hatten wir immer so einen kleinen, ich nenne mal so einen kleinen Werk- und Dreckraum. Ach, hier guck, siehst du, hier sieht man sogar noch alte Erinnerungen von Thorsten damals, der Fiat. Ja, so ging das hier los. Halt auch damals, heutzutage würde man immer natürlich das Holz rausreißen, man würde durchstreichen, man würde die Türen streichen und so weiter. Noch nicht mal vom Vormieter die Tür gestrichen, weil für uns zählte wirklich nur, hier drin muss geschraubt werden. Das haben wir auch gemacht. Hier drin ist der Golf entstanden. Das seht ihr aber nachher in dem Video. Achtung, Kevin, nicht hinten anlehnen, sonst ist dein T-Shirt schwarz an der Bühne. Der Golf ist hier drin entstanden, die Limo ist hier drin entstanden, 2008, beziehungsweise falsch, sie ist nicht hier drin entstanden, sondern ich habe sie tatsächlich vor der Tür gebaut. Das heißt, ich habe die Karosseriearbeiten vor der Tür gemacht, als das Auto erst vom Lacken kam, dann haben wir die reingeschätzt in so ein Board. Ja, und etliche Schraubereien auf dieser Hebebühne, wie oft ich hier Limo auf- und abgebockt habe. Ich weiß nicht. Ich könnte es noch nicht mal. Also, ich würde sagen, ich habe das Auto bestimmt 1000 Mal auf- und abgebockt. So ungefähr, ne? Aber läuft immer noch die Bühne. Steht auch seit Anfang an. Ja. Jetzt holen wir den Golf runter. Dafür müssen wir uns erstmal ein bisschen Verstärkung holen. Das ist übrigens mein allererstes Auto. Damit habe ich Thorsten auch kennengelernt. Golf 1 GTI. Wurde dann damals, gab es noch kein Endlacken, sondern wurde damals komplett. Also falsch, ich habe es wirklich komplett mit der Drahtbürste blank gemacht und dann haben wir untenrum einmal komplett strahlen lassen bei einem Betrieb hier in Garbsen. Marius hat das Auto noch gar nicht gesehen, der kennt das auch nur von da oben. Mal gucken, was er zu meinen ganzen Jugendsünden so sagt, weil ich habe damals, man sieht es hier, schon wirklich radikal alles verzinnt, zugeschweißt. Also da ist nicht mehr viel Golf 1 dran. Der eine oder andere wird euch auch gleich erkennen, normalerweise hat der Golf 1 einen starren Schlossträger. Den habe ich damals schon rausgetrennt und schraubbar gemacht, dass man ihn draufschrauben kann. Ja, so gehen alte Zeiten zu Ende. Hier haben wir noch so ein bisschen an Werkzeug, was in die neue Halle mit rüberkommt. Schon mal ein bisschen durchsortiert, Flüssigkeiten, Elektrokiste, Druckluftwerkzeug, Elektrowerkzeuge, ein bisschen Teile. Hier ist so altes Limo-Gedöns. Wirklich, als ich das gestern so alles sortiert habe, kamen die ganzen alten Erinnerungen wieder hoch. Diese ganze Kiste, ich werde es nicht vergessen, ist eine Kiste, Thema Wastegate. Druckdosen war immer ein Riesenproblem, als ich auf die 3 Bar kommen wollte. Alles war immer viel zu weich. Ja, und dann irgendwann, wie viele Federn ich getauscht habe. Und am Ende sind es dann irgendwann diese Federn geworden. Und wenn ihr das so nebeneinander seht, seht ihr schon, wie heavy das war. Wirklich vieles Zeug über die Jahre sich angesammelt. Hier noch alte Abgasgehäuse. Ah, hier zum Beispiel. Okay. Hatte ich gesehen. Das war mal ein Turboladerschaden. Das heißt, die Turbine, die sich hier drin dreht, steckte dann da an der Seite auf einmal. Oh, auch noch nicht gesehen. Ja, da sieht man es gut. Nee, steckt sie ja. Krass. Hier mein erstes Tool. Damals gab es noch keine Sensoren zum Abgasgegendruck messen. Weiß ich noch, habe ich mit so einem ganz langen Schlauch mit einem Rohr an den Krümmer gemacht. War noch so ein Metallrohr zwischen. Das habe ich allerdings gestern in den Müll geballert. Zu den Anfangszeiten von unserem YouTube-Channel war es tatsächlich so, dass ich diese Halle nicht zeigen wollte. Gar nicht unbedingt wegen Einbruch. Da kommen wir gleich zu, da waren wir nämlich vorgeschädigt. Sondern immer, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ihr einen falschen Eindruck bekommt, dass
in dieser Halle wirklich diese guten Autos entstanden sind. Weil ich weiß, ganz viele von euch werden denken oder haben gedacht, wir müssen in der perfekten Schickimicki-Hochglanzhalle schrauben, weil einfach die Autos so sauber aussehen. Aber da sage ich immer wieder, Leute, es hat nicht mit der Halle zu tun, sondern es ist einfach euer Ehrgeiz, euer Fleiß, eure Leidenschaft, euer Zeitaufwand, welcher diese Autos so perfekt macht und nicht die Halle. Weil die Halle kann noch so gut sein, da kommt kein gutes Auto bei raus. Im Gegenteil, meistens ist es eher immer so, aus den schlechteren Hallen kommen die guten Autos, weil die Leute halt einfach mehr Zeit in die Autos investieren und nicht in die Pflege der Halle. Weil es ist halt einfach immer Pflege, so eine Halle sauber, perfekt auf dem neuesten Stand zu halten. Ne? Deswegen ganz lange wollten wir hier drin nicht filmen. Weiß ich nicht, ich glaube, es hat bestimmt ein halbes Jahr oder so gedauert, bis wir das erste Video hier drin gemacht haben. Weil ich dann doch irgendwie gemerkt hatte, dass es wichtig ist, auch gerade der Generation, die nachkommt, zu zeigen, dass man auch wirklich ganz normal schrauben kann. Dass eine Hebebühne, ein paar Werkbänke, eigentlich sind es ja nicht mal Werkbänke, ein paar Schränke mit einer Platte drauf, reicht, um solche geilen Autos zu bauen. Als wir damals hier eingezogen sind übrigens, der eine oder andere wird sich mich gefragt haben, was ist das für ein riesen Bosch-Kasten? Das waren noch die Zeiten, wo gefühlt die Einbrüche definitiv mehr waren. Wir sind wirklich eingebrochen, 2 Wochen später einer eingebrochen, alles mitgenommen. Wirklich, alles, was wir im Werkzeug hatten, war weg. Mussten wirklich komplett wieder von Null anfangen. Und zusätzlich von Thorsten, der hatte damals, wir waren Golf 1 Schrauber, auch ein Golf 1, haben sie den ganzen Golf 1 in Bremsflüssigkeit überkippt. Das heißt, der ganze Lack war auch für die Tonne. So. Okay. Daraufhin haben wir diesen Kasten eingebaut. Das nennt sich übrigens Alarmanlage. Wir waren damals schon mit auf Handy, mit SMS schreiben und so. Ne? Weißt du, heute kaufst du dir bei Amazon so ein kleines Ding, machst 2 Kameras ran, fertig. Nee, damals musste man wirklich gefühlt eine Woche lang diese Alarmanlage hier einbauen, alles verkabeln, Bewegungsmelder und so weiter, damit die Nummer hier drin dann safe war. Ne? Wirklich krass, aber mit Batterie, also das heißt, wenn Strom abgeschaltet wurde, ist da eine Batterie drin und so weiter. Sieht ernst aus, ne? Ganz viele kommen auf der Messe auch immer zu mir an und fragen einfach, Philipp, wie soll ich anfangen, wie hast du das geschafft? Wie hast du diese Reichweite bekommen, wie bist du an die Autos rangegangen? Ich sage immer, einfach machen. Scheiß drauf, es muss nicht eine perfekte Halle sein, es reicht eine kleine Garage, sucht euch 2, 3 Kumpels, eine Schraubergemeinschaft und fangt einfach an, coole Autos zu bauen, genießt es, genießt die Zeit miteinander, genießt es noch mit einem geilen Benzinmotor durch die Gegend zu fahren. Es ist einfach die Leidenschaft, die wir in Summe teilen. Ich würde sagen, genug zu dieser Halle. Jetzt rufen wir die Jungs an, damit wir da die Kurse runternehmen können. Ja? Willst du dir die Scheiße angucken? Ja, warte. Willst du Scheiße räumen? Nein. Schauen wir mal rein, Salage. Guck mal drauf, Marius. Jetzt geht's los. Hast du noch ein paar Airbags gebracht, ne? Ja, da kommen noch ein paar. Ja. Wenn die kommt wahrscheinlich nur eine Qualmwolke so. Das sind Seitenairbags oder was ist ja, das? Ja, ein Dacher. Habe ich noch nie gesehen. Irgendwo im Boden sitzt gerade einer jetzt am Rechner und denkt sich, boah, die brauche ich. Die brauche ich immer. Das ist alles Anschaltgurte. Genau. Nee, geht doch die ganze Kiste runter. Nee, das fällt ja auch. Ach, da kann ich nicht. Da geht nicht noch. Noch ein Kaffee. Die Uhrzeit hier nicht noch einen BG-Schaden erzeugen. Oh. Man müsste mich gerade mal sehen, wie ich hier mit offenem Mund komplett sprachlos stehe. Ja, so Anschnallgurte kann man halt immer gebrauchen. Ja, klar, klar. Hier nochmal ein Gaspedal zwischen. 10 und Steuergerät. Du hast ja festgefahren und hochgeschreckt, oder? Ja. Maxi, so sieht es bei dir doch auch immer aus, wenn du die Besenkammer sauber machst. Dann. Ja, klar. Danke. Und das waren tatsächlich mal original Limo-Teile. Die sind schon abgeworfen, weil es sie damals noch neu gab. Nochmal durch Spritleitung.
Sag mal, was kommt da noch alles? Ja. Ja, los geht's zum Buddy Mob. Das hat ja auch noch. Ah, die Kompression ist auch bei null. Achso. Ich bin gerne. Wie lange steht da? Jetzt 20 Jahre oder so? Nee, also die steht tatsächlich von allen noch am wenigsten hier. Ja, aber ich meine, wann war das letzte Mal? Was ist das für Kennzeichen noch? Also ich würde sagen 8 Jahre. Bei 10. Ich hab gefunden. Aber hier, Fußschaltung, ne? Das war selten mit Kickstarter. Weiter, durch dieser Kasse gefahren. Auf den Ring? Nein, auf Feder hin. So. Und dann habe ich hier diese Gianelli-Schnecke drunter gehangen und dann war auch Feierabend. Lenker aus so aggressiv nach vorne. Was steht dir? Ja, ne? Also sehe ich dich schon drauf. Wir müssen die Karosse doch umdrehen, ja. Ne? Nee, passt die so quer da nicht gerade? Nein, ich ziehe zwischen Wind und Wind. Ja, nee. Die Karosse wird ein bisschen schwerer sein, oder? Ich wollte auch sagen, ich bin hier hinten auf die Gabel und auf der Seite. Marius hat die Karosse hier zum Glück live noch nie gesehen. Ich selber hatte es auch, glaube ich. Ich habe vorhin noch nachgedacht, ich glaube, die steht mindestens 10 Jahre um. So lange? Die wurde 10 Jahre lang nicht bewegt. Gut. Gut im Schuss. Und jetzt geht's los hier. Wenn wir alle erst 3-4 Bier getrunken hätten, würde es besser laufen, glaube ich. Das Ding ist vor, ich würde sagen, 12 Jahren gestrahlt. Da ist nichts drauf und immer noch so lang, ne? Ja. Ja, ist hier nicht so feucht auf jeden Fall. Okay, ne? Richtig schön alles zugeschweißt. Pass auf die Mofa auf, ne? Ja, ich würde auch sagen, wir heben die selber hoch, oder? Ja, hoch und fass das Rad aus, Mario. Ich muss jetzt gleich noch den vollen Hessen hier hochbringen. Aber du bist ja noch gar nicht so hoch. Mach mal raus. Ja, kann ich mit der Kabel abhauen. Runter? Jo. Gut. So, und hier war halt das Problem. Ich habe natürlich meine allerersten Schweißarbeiten waren, die Löcher hier zuzuschweißen. Ja, aber ich habe es mir schon mal vorgestellt. Ja, aber wenn du hier so rüber guckst, guck da mal links rüber. Ja. Ja, da ist ein bisschen Spannung drauf. Ne? Naja, gut. So, und dann kam noch dazu, dann komplett strahlen lassen und dann, das hat ihr natürlich den Rest. Wollte ich gerade sagen, das Strahlen wird eher das Problem. Darf man aber heutzutage nicht vergessen, Golf 1 Karosserien, weißt du selber, wenn ihr sich sonst so die Ecken anguckt, sehen die natürlich alle katastrophal aus. Ne? Und immerhin ein großer Vorteil von der Karosse ist, die ist komplett blank. Da ist wirklich rein gar nichts dran. Aber hast du den da gesehen? Ja. Habe ich da jetzt einfach nur so ein Rohr durchgelegt, aber pass auf, hier. Hinten raus. Hier. Von da nach da. Mhm. Durch den Längsträger hier hinten rein, alles aufgeschnitten. Und von da nach da, dass die ganze Kabel hier durchkriegt. Ah, nee. Das ist hier noch krasser. Hier. Alter, was habe ich mir damals überlegt? Von hier nach hier. Ah. Weil hier die Batterie ist. Ja. Da kann Fritz in 16 Jahren angreifen. Ram er. Es war wirklich gedacht, um die Kabel von dem Shifter, weil der Shifter hier drauf kam, durchzuführen. Ne? Und sowas waren dann halt die Jugendsünden, was man halt macht, wenn die Spritzwand halt Löcher hat. Ne? Ja. Ja. So, aber das hier war schon wirklich alles zugemacht, verkleidet. Weißt du, selbst hier so Bleche aufgesetzt. Hast du eine Macke oder was da am Blech? Ja, auch hier. Ich habe UI-Bleche drauf. Hier ist ja auch normalerweise alles offen. Guck mal vorne im Motorraum. Marius, fassungslos. Hier habe ich so Zylinder eingeschweißt, so Rohre, dass du die Haubendämpfer versteckt hier unten drin hast. Das heißt, die Haubendämpfer gehen hier in das Loch rein und verschraubst von innen. Alles zugemacht. Hier ist normalerweise, das war noch dieses Sonntags auf dem Parkplatz. Ja, genau. Hier ist ja normalerweise, guck mal, selbst die Dinger hier zugemacht. Ne? Stimmt, hier ist ja normalerweise die Trennung drauf. Genau, Schlossträger schraubbar gemacht, das hier war für Ölkühler gedacht.
wirklich alles so zugemacht. Aber ja, es ist ja, wie es ist, ne? Wenn wir da jetzt wieder anfangen. Ja, das ist machbar, ist das. Ne? Aber, ja, fängt's halt aber hier so Domschäfer, Alter, alles hier voll verschlissen. Ja, ich habe da schon ein paar Stunden Dremel überall drin. Ja. Aber es ist halt, wie es bei so einem Projekt ist, leider am Ende auch wie ein Fass ohne Boden. Aber dann hast du einfach B5 gekauft oder was? Weil ja. Du, was hast du denn gefahren? Nee, Golf habe ich ja nie gefahren. Ja. Bin ich einen Winter gefahren, zerlegt. Ach so, ja. Eine Saison gefahren, dann zerlegt und seitdem Baustelle. Und hab dann irgendwie hat sich die Szene in dem Moment verändert und dann ging es halt los mit B5 und so. Also mehr fahren, weniger stehen. Also es war genau der Übergang von Stehautos zu Fahrzeugen. Wir gehen mal in Windschatten hinter dem Bus hier vielleicht. Golf 1, ich werde ihn niemals verkaufen, der wird auf jeden Fall immer da bleiben. Das war's aus meiner alten Schrauberhalle, wo ja schon so diverse Motorschäden am Haken hingen. Ne? Ja, vor allem, ich will auch nicht wissen, wie viele Stunden man so eigentlich verbracht hat da drin. Ne? Aber egal, wir vermissen definitiv diese Schrauberzeit, die soll in der neuen Werkstatt auf jeden Fall auch wieder kommen. Da werden wir auf jeden Fall richtig Gas geben mit Schrauberei. Denkt an eure Kommentare, ob ihr Bock zu habt, dass wir das Ganze vlogmäßig umbauen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir stellen die Karosse erstmal weg, weil verkaufen oder wegziehen werde ich sie niemals. Ciao.